Willkommen zum ersten Boss aus Rovanasta, der Peiniger. Der ist auch ein bisschen tricky. Wir brauchen A, B und C. Das ist ganz wichtig, wegen den Ads. Ja, ein kleines, süßes, niedliches Karfunkel. Ein Heilerkollege von mir. Von 24 sind bereit. Wer hat wieder gepennt? Die Frostärzte sind erstmal nebensächlich. Hauptsache halt auf den Boss gehen. Wichtig ist, ja, der hat einen Cleave drauf, nicht beim Tank stehen. AOE-Schaden, also wenn die Dinger explodieren, schläft man ein. Also wenn man den Schaden von den Frostseen steht. Jetzt ist auch gleich schon Phasenswitch. Loses Eisen. Los ein Eisen. Wir sehen jetzt auf dem Boden gleich eine Spirale. Hier, wir dürfen nicht auf dem blauen stehen. Also nicht auf dem blauen Eisweg. Wichtig wäre, wenn man die Kugeln damit nimmt, droppen hier keine Ads. Also die Ads kommen nur dann, wenn der Mob, den wir da jetzt gerade gesehen haben, auf so eine Kugel trifft. Dann kommen Ads. Wichtig ist, die Wassersphären kaputt machen. Man fängt immer in der linken Ecke an, also da, wo wir jetzt draufhauen, geht dann rüber zu C, also die andere Seite, und dann der mittlere, weil das geht halt kreisförmig rum. Und das ist halt der erste Punkt, den sie ansteuert. Und dann den und dann den Außen. Viele Tanks machen jetzt den Fehler oder haben den Fehler gemacht, wenn die Wassersphäre bei B ist zum Beispiel, dann drehen sie sich um und machen Schaden mit drauf und dann teilt man automatisch den Cleave mit der Gruppe, was man nicht machen sollte. Also bitte nicht machen. Tut halt weh. Im Prinzip geht's dann jetzt hier los, man macht Schaden. Jetzt kommt gleich die nächste Phase. Hier ist auch schon. Naja, jetzt genau. Jetzt muss man sich eine Ecke suchen, wo kein Meteor einschlägt. Hat man keine Ecke, stellt man sich einfach zwischen die ersten zwei Marks, die am Eingang im Prinzip. Da kriegt man auch wenig Schaden. Und dann macht man halt wie von vorne Schaden drauf. Jetzt hat man den Status Atemnot bekommen. Und zwar ist jetzt Phasen-Switch. Wir sehen diese Kröten. Wenn wir mit Kröten kaputt machen, hinterlassen sie eine Luftblase. Da müssen wir uns reinstellen. Wenn Atemnot auf 10 stackt, ist man tot. Steht man in so einer Wasserblase, stackt das nicht mehr. Jetzt hat man so einen Mark bekommen. Jetzt kriegen einige Leute so einen Streifen. Wenn man sehr nah an den Kristall rangeht, kriegt man weniger Schaden. Und wenn man halt weg vom Kristall geht, kriegt man mehr Schaden. Aber man muss halt seine Atemnot-Stacks noch im Auge haben. Die Luft wird irgendwann aber auch mal aufgebraucht. So, jetzt ist wieder Phasenswitch. Jetzt sieht man hier diese Kristalle. Diese Kristalle schießen in der Richtung, sie gucken einen fächerförmigen AOE. Steht man da drin, friert man ein. Mehr machen die eigentlich gar nicht. Die bleiben jetzt auf der Position stehen und in der Richtung, wo der Strahl guckt, schießen sie halt. Jetzt kommen wir zu der Phase, was ich gerade sagte. Jetzt ist wichtig A, B und C.
Die Ads dürfen nicht zueinander getankt werden. Wir sind C, also ist unser Rechts hier. Die müssen halt auseinander getankt werden. Werden die Saison getankt, kriegen sie einen Stack, dass sie weniger Schaden nehmen. Muss nicht sein, dauert halt länger. Wenn der Äther aufgeladen wird, dann ist vorbei. Bei den Frostseelen ist wieder das gleiche. Tötet man sie, bleibt man in Daoi stehen, schläft man ein. Das passiert manchmal sehr oft. Vor allem, wenn man einen Beschwörer dabei hat, der sowieso die Dinger fast, ja, ne, mit AOE wegburstet. So, jetzt gibt's sein Ulti. Und danach haut man ein paar Prozent darunter. Das war's. Im Prinzip jetzt wiederholt sich halt die Phase. Mit dem Eis wieder. Die linke Sphäre immer zuerst vom Ausgang gesehen. Wasserblasen mitnehmen. Wenn man die Wasserblasen mitnimmt, kommt halt kein Ad. Aber bei den letzten paar Prozent macht man sowieso meistens nur Damage auf den Boss. Das war's im Prinzip.